Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal mit einer weiteren Mod-Vorstellung, allerdings kein brandneuer Content, sondern eine Strecke, die wir schon kennen. Wir sind nämlich in Montenegro und auf der Glavasete Hill Climb Strecke vom guten Lemax, dem alten Streckenbauer. Der hat diese Strecke, die vorher nur als Asphaltversion verfügbar war, komplett neu aufgelegt und redesigned, beziehungsweise ziemlich viel Arbeit auch ins 3D-Design gesteckt und so weiter und so fort. Und hat da insgesamt 6 Varianten jetzt hingezimmert und neu ist zum Beispiel hier diese Dreckvariante, die wir heute fahren werden. Und es gibt halt die Asphaltversion mit Hillclimb und Downhill, dann gibt es die Dreckversion Hillclimb und Downhill und dann gibt es auch eine Herbstversion Hillclimb und Downhill. Kurzer Nachteil, kleiner Dämpfer, das Ganze ist jetzt eine Bezahlmod geworden. 4,50 € muss man da hinblättern, um eben alle Content oder alle Streckenversionen zu bekommen. Man kann die aber auch immer noch gratis runterladen, dann hat man halt eben nur in Anführungszeichen die Standard-Asphaltversion, die wir bereits kennen, aber eben auch hier nochmal mit 3D-Verbesserungen und ich meine, wir sehen, wie herrlich das hier aussieht. Also das ist wirklich optisch ein echtes Highlight und auch wirklich eine sehr schöne Hillclimb-Strecke. Wie gesagt, in Montenegro 7 Kilometer lang und das werden wir uns heute mal anschauen. Und zwar, ich kann ja vielleicht schon mal eben kurz, hört ihr den Sound? Es ist so blöd, ich kann euch ja eh nicht spoilern. Ihr habt es doch schon auf dem Thumbnail gesehen. Wir sitzen im Gruppe B Monster Audi Quattro S1 E2 und das Ganze in dieser schönen Rot, Silber, Schwarz-Weißen Lackierung und ihr seht schon, der ist auch schon ein bisschen dreckig, denn es ist die Dirt-Version, die wir heute fahren werden von dieser Strecke und ich freue mich sehr drauf. Ich mache die Wheelcam an und dann geht's hier direkt los. Jawohl, Tachchen. Und dann schmeißen wir auch noch eben die Apps an. Und kurz zum Setup. Ich fahre auf 100% Turbo, da sehen wir es nochmal. Und ich habe mir die Bremsballons kräftig nach hinten gestellt, weil die steht irgendwie bei 72% sonst. Und ich habe die auf 60% gestellt, weil das Ding hat ja keine Handbremse. Und dementsprechend ist das gut, wenn das Heck dadurch ein bisschen besser einlenkt. Ansonsten Standard-Setup. Ja, und können wir eigentlich sagen... legen wir direkt mal los. Getriebe ist auch noch kürzer gestellt. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also das habe ich richtig schön kurz und knackig gestellt. Und dementsprechend ist das auch noch eine Veränderung. Ansonsten würde ich sagen, lasst die Rundenzeit beginnen. Es ist ja keine Rundstrecke, es ist ja keine Rundenzeit. Ich habe oben links auch mal die Map eingeblendet, weil ich den Hillclimb jetzt hier nicht so hundertprozentig drauf habe und hier noch ein paar wichtige Haarnadelkurven kommen, so wie diese hier zum Beispiel. Und wenn man dafür nicht vorbereitet ist, upala, dann legt man sich schnell ab. Oh Gott, das kann ja was geben. Schnell rein. Hier sehen wir auf jeden Fall auf der Bremse, kommt er da ein bisschen rum und rotiert das Heck, was natürlich dann beim Einlenken hilft. Die Streckenoberfläche habe ich hier auf Slow gestellt. Vielleicht geht es auf Dirt noch mal ein bisschen besser hier auch zu rutschen und so ein gewisses Rallye-Feeling zu erzeugen. Aber das ist so eigentlich schon ganz geil. Ich bin hier im ersten raus, dann kommt er vielleicht auch rum irgendwann mal. Naja, du hast ja auf jeden Fall originales Rally-Feeling mit einer sehr schön gemachten Stage, die nicht nur gut aussieht, die ist auch performancemäßig super, die hat Level-of-Detail-Stufen und wirklich mit allem drum und dran. Ich glaube, es gibt sogar 14 Pitboxen und die KI funktioniert, also theoretisch kannst du dir sogar deine eigene komplette Rally-Session veranstalten. Oder vielleicht mal so ein Schade, das schöne Auto. Entschuldigt. Da war ich kurz abgelenkt und habe versucht, Worte zu finden. Aber auch der Satz ist jetzt weg. Naja, schöner Hillclimb auf jeden Fall. Ich bin ihn jetzt bisher nur in der Dirt-Version gefahren, hier in der aktuellen 1.0er-Version. Aber ich denke, den könnte man sich zukünftig auf jeden Fall auch nochmal in der Downhill-Version angucken. Und dann vielleicht nochmal mit einer geilen Asphaltschleuder oder so. Aber erstmal hatte ich mir auf jeden Fall Bock, hier wieder das Walter Röhrl-Feeling ins Wohnzimmer zu holen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Was fahre ich denn hier zusammen? Das ist ja schrecklich. Ah, nee. Nein, nein, nein. Das starten wir neu. So wollen wir hier nicht die ganze Stage fahren. Das ist ja eklig. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ja eklig. Schaden ist zum Glück aus. Jetzt hätten wir da schon einiges an Wert auch ver... Können wir einen zweiten starten? Ja, geht auch. 100. Versuchen wir mal ein bisschen zu konzentrieren, damit wir hier die Strecke etwas schöner uns anschauen können. Und nicht hier so ganz eklig mit Crashes und dem ganzen ekligen Scheiß. Den wollen wir hier nicht.
Also, Karre macht natürlich mega Laune, das ist keine Frage, auch wenn die gerne mal untersteuert. Wenn man die nicht richtig zum Rotieren kriegt, auch da schon wieder ein Crash. Hat uns jetzt ein bisschen geholfen, aber okay. Ich fahre jetzt einfach weiter. Besser wird's wahrscheinlich eh nicht mehr heute. Aber das Schöne ist halt, der ist nicht ganz so lang, der Hillclimb, also 7 Kilometer. Das heißt, die kannst du nochmal echt gut auswendig lernen. Und dann geht natürlich richtig die Zeit und hat's los. Wenn man hier jede Kurve perfekt trifft. Ich bin schon wieder etwas schnell hier. Die Räder blockieren kein ABS. Mann, das tut mir leid. Sorry, Lemax. For crashing this car at your wonderful, fantastic track. Naja, Link auf jeden Fall dazu in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich glaube 4,50 €. Will er quasi als Spende in Anführungszeichen haben, dann kriegst du die komplette 6 Varianten umfassende Version dieser Hillclimb-Strecke. Ansonsten aber gibt es auch eben den Link zum Gratis-Download in der Videobeschreibung, wo du dann eben nur in Anführungszeichen eine Version bekommst. Und das ist dann Asphalt. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, Assetto Corsa ist eine Asphalt-Simulation. Und das heißt, solche Dirt-Geschichten, das sind Workarounds, Kompromisse, die Modder da finden mit einer, naja, angepassten Grip-Oberfläche. Das heißt, es ist keine wirklich lose Oberfläche simuliert, sondern einfach nur eine, ja, weniger griffige Version vom Asphalt oder vielleicht auch von der Rasenoberfläche, die wird sich vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden vom Asphalt. Aber es ist halt eben keine ausgefleischte Rallye-Simulation, aber ich glaube, das dürfte den meisten klar sein. Nichtsdestotrotz, eine schöne Passage. Kann man hier schon eine Menge Rallye-Feeling mit erleben. Okay, hätte man ein bisschen länger auf dem Gas bleiben können. Mal wieder unter den ersten. Aber trotzdem Minimap, ich trau mich da gar nicht hinzugucken die ganze Zeit, weil ich mich so aufs Auto konzentrieren muss. Es ist nicht anspruchslos auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja auch fast 600 PS hier mit vollem Turbo Boost. Und dann auf einer losen Oberfläche, in Anführungszeichen, auf einer simulierten losen Oberfläche, ist das schon sehr, sehr intensiv hier. Auf jeden Fall nur empfehlen, wer wirklich einen guten Modder unterstützen will, sollte sich auf jeden Fall überlegen, die Vollversion zu kaufen. Denn der macht wirklich echt, echt gute Sachen. Ist ein wertvoller Teil der Modding-Community. Ja, und dann alle Consoleros, seid nicht traurig, so viel Spaß macht das jetzt auch nicht. Es ist gelogen, es tut mir leid, es macht sehr viel Spaß. Aber es ist immer so schade, wenn ich dann lese, oh, leider nicht für die PS4, leider nicht für die Xbox. Tut mir dann schon ein bisschen leid. Aber da kann weder der Modder noch ich was für. Eine sehr schön langgezogene Strecke, falscher Gang. Nochmal eine, vielleicht kriegen wir die ja mal komplett hier. Etwas fix, da wird sie nochmal eng gegen Ende. Und da ist schon das Ende erreicht hier. Oh! Beim Rausbeschleunigen hat es das Auto richtig zum Kurvenausgang nochmal gedrückt. Und wir haben es schön vor Ende zerlegt. Die Leute freuen sich trotzdem wunderbar. So, hier gibt es nämlich noch ein kleines Schmankerl, das muss ich mal eben zeigen. Ob wir das jetzt hinkriegen auf Anhieb. Zu beim zweiten. Bitte! Lecker! Die Anwohner freuen sich hier auf jeden Fall, dass sie einen schönen 5-Zylinder-Geballer hören. Wir könnten den eigentlich jetzt rückwärts runterfahren einfach. Komm, wir machen daraus eine Downhill-Version. Oder auch nicht. Okay, sorry Leute, es ist keine Demonstration, wie man schön mit dem Auto hier durch die Gegend fährt. Dafür am besten auch mal, keine Ahnung, KJ hat das doch bestimmt schon gemacht mit dieser Kombination. Einfach mal da reinschauen. Der macht das 18.000 Mal sauberer als ich. Und auch mit
7000 Mal mehr Skill. Ich habe nachgefragt, das ist echt zu viel. Aber ja, wer wäre ich denn, wenn ich hier auf Anhieb, ohne lang zu proben, so eine geile Strecke mit so einem geilen Auto direkt abreißen könnte? Bisschen Fail muss sein hier. Die Frage, wann bremsen wir? Denn jetzt sind die Schilder natürlich alle nicht mehr da, die uns darauf hinweisen, Achtung, gleich kommt eine Kurve. Ich denke mal, die Downhill-Version hat dann die Schilder eben umgedreht und alle Informationen, die du brauchst, dann eben in Fahrtrichtung aufgestellt. Oh, Vorsicht, Leute, eure Beine! Ganz kurz angestupst. Ist doch bestimmt kein Problem, oder? Was ist denn vorne so ein Kissen? Ach, jetzt hängen wir hier aber komplett am Hang. Oh, oh. Okay, ich fahre mal hier außen rum. Aber ihr seht auch, selbst hier sieht es gut aus eigentlich, ne? Also man kann hier schöne Tour durch den Wald fahren. So ein bisschen Meister Macker in schön, wenn wir jetzt noch einen Van hätten. So ein Allrad-Drift aus der Kurve raus, ist schon was echt, echt Feines. Sind wir wieder ein bisschen fix und ein bisschen zu weit rechts. Ist schon mega laut. Und der geht halt trotz dieser echt nicht griffigen Oberfläche so nach vorne. Das ist echt der Hammer. Och man. Es würde natürlich mit der Oculus Rift ein bisschen besser klappen, aber ich habe überlegt, nee, du hast jetzt so viele Videos mit der Oculus Rift und das hat der Corsa gemacht. Da muss auch mal wieder ein nicht Oculus Rift Video kommen. Aber da fehlt natürlich komplett dieses die Kurve gucken und so weiter. Das würde schon immens helfen, gerade bei diesen engen Haarnadelgurken. Hier nicht zu schnell werden. Sieht auf der Map so aus, als könnte man da schön in einem Rutsch durch, aber das sind mehrere Kurvenradien in einer Kurve vereint sozusagen. Deswegen immer Vorsicht walten lassen und hier natürlich auch Räder blockieren wieder, aber da hatten wir einen schönen Scandinavia-Flick des Todes. Alter, na bitte, der hat doch mal geklappt. Jetzt weiß ich endlich, wie ich dein Auto fahren muss hier. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das gucken wir uns gleich mal schön in der Wiederholung an. Ausholen und dann hart rein. Okay, das war ein bisschen zu hart. Reverse Entry, der leider nicht klappt. Ja, ich kann mir aber halt auch sehr gut vorstellen, dass hier, keine Ahnung, so ein RSR, der alte, gut hinpasst. Oder auch so ein Alfa Romeo GTA. So diese ganzen alten historischen Fahrzeuge auf so einem Hügelheim. Immer gerne gesehen, natürlich, aber wahrscheinlich auch auf der Asphaltversion irgendwie, keine Ahnung, so ein Alfa 166 DTM. Auch schön Allradgekloppe. Aber ich finde, ganz ehrlich, den Look und so die Farbpalette, die hier so gewählt wurde, sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick und sehr, sehr stimmig vor allen Dingen. Also das ist ein sehr schönes Gesamtbild, was das Ganze hier gibt. Deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall die paar Euros wert oder halt eben mit der Gratis-Version definitiv ein Download wert. Guck mal hier, der war doch fast schön Ende verkackt, aber ansonsten ging das doch fast. Fix, da werden wir die Mauer touchieren. Ja, ganz leicht. Hat keiner gesehen, hat keiner gemerkt. Unser Auto lebt noch und da sind wir am Ziel. Oh, ich muss jetzt erstmal da ins Dixie-Klo und brechen gehen. So, ich würde sagen, wir ziehen uns die Replay nochmal eben kurz rein hier. In die Einstelle will ich mal wieder mal angucken. Wann die jetzt ungefähr hier? Da waren wir, glaube ich, abseits der Strecke. Das war auch nicht. Nach, aber ich glaube, das war das.
Ja, das war's. So, jetzt Achtung. Riesiger Scandinavian Flick. Aber auch nur, weil wir uns verbremst haben und dann schon so mega Querschnitt. Guckt euch das mal an. Aber das sieht geil aus. Das ist doch sehr, sehr lecker. Ich bin immer so ein bisschen auf der Bremse, wie man da sieht. Naja, ich würde sagen, ich lasse das ab hier mal laufen, klinke mich aus, drehe den Sound laut, da könnt ihr nochmal genießen. Und sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne den Daumen nach oben da. Und wie gesagt, Link dazu in der Beschreibung, einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist es euch ja das Geld wert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut, tschüssi!